So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen nochmal eine Runde Black Sonata aus dem Sideroom Games Verlag von John Keane. Ist jetzt vorletzte Woche Freitag bei mir eingetrudelt. Ist ein Kickstarter aus Anfang 2020 gewesen. Hier nochmal die Bäcker, die ein paar Euro mehr gegeben haben. Da gehöre ich nicht dazu. Ist in der Schachtel gekommen mit noch einigen anderen Zutaten, weil noch die Fair Youth Expansion dabei ist. Dazu gibt es ein eigenes kleines Regelheft zum eigentlichen Regelheft dazu. In dieser Expansion, so klein das Regelheft auch ist, sind eigentlich sogar 5 kleine Erweiterungen drin. Fair Youth, Rendezvous, Rival Poet, Darker Ladies und Waypoints and Traces. Mit denen befassen wir uns noch, keine Sorge. Ich habe mir jetzt meinen Rival Poet schon mal angeschaut, aber bis ich den so wirklich verstanden habe und euch zeigen kann und möchte, wird sicherlich noch ein paar Tage vergehen. Außerdem möchte ich mir dann auch noch Fair Youth und Rendezvous genauer anschauen. Darker Ladies ist eigentlich gar nicht so kompliziert, in Anführungszeichen. Da gibt es noch zusätzliche Damen, nach denen man forschen suchen soll. Allerdings sind hier die Bedingungen etwas anders formuliert, wahrscheinlich auch etwas komplexer, etwas schwieriger, muss ich mir aber auch noch anschauen. Das gucken wir uns später an. Wir spielen heute nur noch mal das einfache Basisspiel. Wie beim letzten Mal auch. Ich habe es euch ja schon gezeigt. Wir haben hier den Spielplan London in der Zeit von Shakespeare, so um 1600. Übrigens gibt es auf der Rückseite auch davon eine schöne Radierung, eine Skizze von Anton van den Weingarde von ca. 1555. Das sieht auch nicht schlecht aus. London sah damals ganz anders aus als heute. Ich bin aber auch schon lange nicht mehr da gewesen, muss ich zugeben. Hier also das Shakespeare'sche London mit einigen insgesamt 11 verschiedenen Orten, auf denen wir hin und her laufen müssen, um unsere Dark Lady zu finden, von der wir nicht wissen, wer es ist. Shakespeare hat einige Sonette dieser Dark Lady gewidmet. Aber wir können nach den Eigenschaften dieser Lady suchen, auf die finden wir Hinweise und entsprechende Bedingungen. Erkläre ich euch gleich im Verlauf des Spiels nochmal. Und eine von diesen 12 insgesamt Karten wird es dann sein, nach der wir suchen müssen und wo wir die Eigenschaften dieser Dark Lady finden müssen. Die haben wir hier nochmal als eigene Marke. 7 Stück insgesamt. Das hier heißt, sie ist verheiratet, das ist der Ring. Das Herz heißt, sie ist leichtlebig, vergibt ihr Herz gerne an mehrere Männer. Das hier heißt, dass sie Kinder hat, das ist eine Babyrassel. Diese Kette hier heißt, dass sie eine dokumentierte Verbindung zu Shakespeare selbst hat. Das hier heißt die Krone, dass sie eine Verbindung zum Hof hat. Die Feder heißt, dass sie schriftstellerisch tätig ist und die Note heißt, dass sie musikalisch ist. Diese Holzmarker müssen wir im Laufe des Spiels aussortieren und auf 3 reduzieren, nämlich auf die Eigenschaften der gesuchten Dame und die dann hier auch platzieren, bevor wir die Dame damit konfrontieren und sagen, wir wissen, welche Eigenschaften du hast. Und dann werden wir aufdecken und schauen, ob es das Richtige ist. Wie das genau funktioniert. Wir haben hier unseren Detektiv, das sind wir, wir sind der Historiker, wie auch immer, laufen in London umher. Ich beginne heute mal am abgelegenen Ort Shoreditch. Das hier sind die Ortskarten und immer dann, wenn wir glauben, dass wir, hier ist diesen Falle Shoreditch, ihr seht auch, das ist ein ländliches Gebiet und hier gibt es ein Theaterhaus, das sieht man dann auch hier abgebildet. Immer wenn wir glauben, dass die Dark Lady hier ist, dann werden wir die Ortskarte, das ist jetzt nicht die richtige, das weiß ich, weil hier kein Markt oder keine Gilde ist. Immer wenn wir glauben, dass die Dark Lady hier sein könnte, werden wir diese Ortskarte, an der wir gerade sind, unter die aktuelle Karte des Pfades der Dark Lady halten, der hier in diesem Stapel versteckt ist, sozusagen, einmal umdrehen und schauen, ob sie dort ist, durch dieses Schlüsselloch. Hier steht noch ein Zitat aus einem von Shakespeares Sonetten. Die lese ich euch aber nicht alle vor. Bitte erspart mir das. Mein Englisch ist vielleicht okay, aber das alte Englisch von Shakespeares Zeiten ist dann doch wieder was ganz anderes. So, der Pfad der Dark Lady. Ihr seht hier die Silhouetten des Kopfes, den ich auch hier als Holzmarker habe, als Hilfsmarker. Ist hier in diesen Karten versteckt. Und ich habe jetzt heute mal für uns vorbereitet, dass das Deck hier oben zweiter Buchstabe von links habe ich alphabetisch sortiert. Das ergibt dann einen geschlossenen Pfad. Wenn man ihn bei A beginne, würde er
entweder hier in Cornhill oder hier in der London Bridge beginnen, weil eben hier eines der Münzensymbole abgebildet ist. Aber das tun wir nicht, wir müssen gleich noch nicht mischen, das geht nicht, sonst würden wir den Pfad nicht, nicht als geschlossenen Pfad haben, sondern wir werden gleich noch abheben. So, Spielvorbereitung. Wir suchen uns einen Beginnort, einen Startort aus, das haben wir gemacht. Dann werden wir die Nebelkarten erst, den dichten Londoner Nebel, hinter dem die Lady auch verschwinden kann, mischen und zur Seite legen. Brauchen wir noch. Und dann haben wir hier die Dark Ladies. Das ist nur eine Hinweis, eine Abdeckkarte. Hier sind die Karten. Die werden gemischt. Und dann suchen wir uns diese Karte raus. Das ist unsere Dark Lady. Von der weiß ich nicht, welche Eigenschaften sie hat. Ich weiß aber, welches Symbol, Pflanzensymbol sie hat. Und das, die zweite Karte dazu, jedes Symbol ist zweimal in diesem Deck vertreten. Suche ich ebenfalls raus. Und den Rest mischen wir nochmal. Und dann kommt die Dark Lady, die Abdeckkarte obendrauf. Und hier sind unsere Dark Ladies als unsere Hinweise auf die Dark Lady. Da ist die Dark Lady. Hier ist ein deutlicherer Hinweis auf die Dark Lady mit ihren Eigenschaften. Den kriegen wir aber erst, den kriegen wir nicht kostenlos, den kriegen wir erst, wenn wir alle Orte besucht haben. Deswegen kommen unsere Ortschaftskarten hier drauf. Und hier ist der Weg, den die Dark Lady geht und wo sie anfängt, entscheiden wir, indem wir jetzt einfach mal abheben. Sie beginnt an einem Haus. Und Häuser gibt es insgesamt 4, nämlich in Blackfriars, in Liberty of the Clink, in Bishopsgate und in Cripplegate. So, wir wissen also jetzt nicht, wo sie ist. Können überall sein. Wir starten, indem wir unser Deck markieren mit der Rundenkarte praktisch. Wir haben 3 Runden Zeit. Wenn wir die 2 sehen, drehen wir sie um, schieben sie wieder rein. Und dann nochmal. Wenn wir die 0 dann sehen, haben wir verloren. Das heißt, da geht die Zeit runter. Und auch das Nebelkartendeck hat nur 11 Karten. Nein, 10. Und wir dürfen also insgesamt auch nur 10 davon einsetzen. Und mal schauen, ob wir es in dieser Zeit schaffen, von diesen 7 Hinweisen insgesamt 3 sicher rauszufinden, von diesen 7 Eigenschaften, die die Dark Lady dann besitzt. Das Spiel läuft rundenbasiert. Die Runde läuft immer so ab, dass zuerst die Dark Lady zieht, dann ziehen wir. Wir gucken. Die Dark Lady zieht, indem wir die oberste Karte des Pfades nach unten legen. Dann ist also die Rundenkarte weiterwandert. Sie wandert auf ein ländliches Gebiet. Sie kann jetzt also hier nicht gewesen sein. Sie kann hier gewesen sein und dort hingewandert sein. Und sie kann hier gewesen sein und dort oder dort hingewandert sein. So, jetzt wissen wir, wo sie etwas besser, wo sie sein könnte. Die Chance ist jetzt 50-50. Aber ich bin jetzt mal, sagen wir mal, ein bisschen feige. Ich suche noch nicht nach ihr, sondern ich sage jetzt, dass ich nach Bishopsgate gehe. Shoreditch waren wir. Bishopsgate ist hier, die Karte nehmen wir uns und die Runde ist vorbei. Die nächste Runde, Dark Lady zieht. Sie geht jetzt auf eine Anlegestelle, auf einen Ort mit Anlegestelle. Das kann also nicht hier oben gewesen sein, denn einen Schritt weiter ist keine Anlegestelle zu finden. Sie kann nur hier gewesen sein. Wir wissen jetzt, dass sie dort ist. Gut, dass wir nicht nach ihr gesucht haben, sonst hätten wir eine Nebelkarte verschwendet, eine Suchaktion. Gut, wo finden wir sie? Kommt sie jetzt hier rum oder geht sie unten rum? Ich gehe mal nach East Cheap. Und die Dark Lady ist wieder dran. Sie geht auf eine Kirche. Sie kann also hier hochgegangen sein oder hier zu St. Paul's. Jetzt gehe ich nach Cornhill. Dann suche ich mir das noch und dann ist die Dark Lady wieder dran und jetzt geht sie auch auf eine Gilde oder Markt und das kann jetzt tatsächlich nur noch hier sein. Wir wissen also jetzt, dass sie hier sein muss und jetzt, wenn wir keinen Fehler gemacht haben, davon gehe ich jetzt mal aus, ich hoffe das, muss ich nach ihr suchen. Ich darf aber den Pfad nicht aufdecken, ich schiebe also die Karte nur ein bisschen nach oben. Ich habe jetzt die Möglichkeit, die Nebelkarte hier drunter zu schieben. Jetzt ist der Rest des Pfades verdeckt. Ich weiß also nicht, wo sie als nächstes hingeht.
Jetzt kann ich die Cornhill-Karte nehmen. Die aktuelle Stealth-Card heißt sie im Englischen, Versteckkarte, Pfadkarte, Wegekarte der Dark Lady umdrehen und sehe durch das Schlüsselloch tatsächlich die Silhouette der Dark Lady. Und das heißt, dass ich jetzt einen Hinweis auf sie erblickt habe. Die Pfadkarte, Wegekarte kommt zur Seite. Ich lege sie mal hier oben hin am Rand. Ihr seht, sie wird nicht mehr gebraucht. Die Ortskarte kommt wieder zurück auf meinen Stapel, die gehört ja mir. Und ich bekomme einen Hinweis. Das heißt, ich nehme mir jetzt nicht die Dark Lady Karte, ich nehme mir auch nicht diese hier unten, sondern ich nehme mir aus dem verdeckten Stapel hier die oberste Karte und bekomme diesen Hinweis. Der sagt mir, dass unsere Dark Lady schon mal nicht Marie Mountjoy ist. Mountjoy. Aber sie sagt mir, dass für die Karte mit diesem Pflanzensymbol dieser Hinweis gilt. Eine dieser Eigenschaften gilt für diese Karte. Gut. Wir wissen jetzt also nur mindestens mal entweder das Herz oder die Kette oder die Schreibfeder. Eins von diesen dreien ist auf jeden Fall dabei. Von den anderen wissen wir noch nichts. Das bringt uns noch nicht wirklich weit. Ich lege die Karte mal hier unten hin. Ist noch ein bisschen im Bild. Jawohl. Jetzt flieht die Dark Lady, nachdem wir einen Hinweis auf sie erhascht haben. Und das bedeutet, dass ich das Wegedeck der Dame um die Anzahl der Hinweise weiterschieben muss. Ich habe einen Hinweis bekommen, einen Hinweis geht es weiter. Sie ist also jetzt auf einem Symbol mit einer Kirche. Von hier aus kann das also tatsächlich, weil es nur ein Schritt war, hier oder dort, also in St. Paul's oder in Bishopsgate sein. Jetzt ist die Runde zu Ende. Ich habe nach ihr gesucht. Das war die Aktion, inklusive Aufdecken des Hinweises und der Flucht. Und jetzt ist aber die Dark Lady wieder dran. Das heißt, sie rutscht noch weiter weg. Sie ist entweder in Shoreditch oder in Blackfriars, weil hier Spielhäuser, Theater sind. Okay, die Suche geht weiter und ich versuche hier weiter durch die Ortschaften zu kommen, um an den Hinweis hier unten zu gelangen. Ich werde jetzt einfach mal nach hier oben gehen, nach Cripplegate. Ja. Dann nehme ich mir die Ortskarte. Die Dark Lady ist wieder dran. Und sie geht jetzt auf eine ländliche Region. Sie kann also nicht hier oben gewesen sein, denn die Buchstabenreihe, die ich eingesetzt habe, sagt, sie bewegt sich immer, sie bleibt nicht stehen. Das sind die, ich drehe es mal kurz um, das sind hier oben die Buchstaben. Ihr seht das, jawohl. Die Buchstabenreihen sagen hier oben, dass sie immer auf jeden Fall mindestens einen Schritt geht oder genau einen Schritt geht. Wenn man hier unten nach den Buchstabenreihen die Pfade sortiert, dann kann es auch schon mal sein, dass sie einfach stehen bleibt. Dann wäre das hier eine Möglichkeit. Jetzt aber kann sie nur weitergegangen sein hierhin und nicht hier gewesen sein. So. Das bringt mir aber nichts, weil ich jetzt, wenn ich dorthin gehe, nichts gewinne, weil die Dark Lady ja dann auch sofort wieder weiterzieht. Puh, jetzt kann ich entweder passen, dann würde ich auf Cripplegate warten. Oder ich sammle weiter Ortskarten. Ich gehe nach St. Paul's runter. Sie geht auf ein Haus. Das sind angeblich Positionen von Häusern, in denen Shakespeare gewohnt hat in seiner Zeit. Da müssen wir aber die Historiker fragen, da kenne ich mich wirklich nicht aus. Dann gehen wir weiter zu Blackfriars und suchen uns die Blackfriars-Karte. Die ist hier. Und die Dark Lady ist wieder dran und wechselt zu einem Haus. Von Haus nach Haus kann also nur hier sein. Von hier aus geht es nicht direkt in einen Schritt weiter. Sie kann also nur hier gewesen sein. Ich laufe jetzt aber nicht hinterher. Mir fehlt oben noch die Karte von Clerkenwell. Da gehe ich dahin. Die Dark Lady ist wieder dran und sie geht in eine Taverne. Das kann nur die hier sein. Und jetzt hoffe ich mal, dass sie hier unten rumkommt. Dann komme ich nämlich ihr entgegen. Ich gehe nach Cripplegate. Sie geht auf einen Markt. Ich gehe nach Cornhill. Jetzt muss ich schauen, war ich da schon? Ja, Cornhill war ich schon. Ich fehl nur noch London Bridge, Southwark und Liberty of the Clink. Sie geht weiter. Sie geht auf eine Kirche. Das heißt, sie kann nur hier sein. Dann gehe ich nach Eastcheap. Bin ich also in Eastcheap?
Dark Lady geht auf eine, auf einen Markt. Und jetzt ist die große Frage, warte ich hier, dass sie... Ja, ich warte, ich passe. Und dann ist die wieder dran. Und jetzt geht sie von auf ein Brauhaus, auf eine Taverne. Das kann nur hier oder dort sein. Das heißt, ich habe jetzt eine 50-50 Chance. Ich glaube aber, dass sie jetzt einmal schon zurück und hochgegangen ist, dass sie jetzt weitergeht, dass sie jetzt im Eastcheap ist. Das heißt, ich suche wieder. Nach meinem zweiten Hinweis. Ich schiebe die Karte etwas hoch, schiebe die Nebelkarte drunter. Dann suche ich mir Eastcheap raus. Da muss man aufpassen, dass man die richtige Ortskarte verwendet, denn sonst sucht man an der falschen Stelle. Und ich habe Glück gehabt, richtig vermutet, die Dark Lady ist hier. Auch die Karte kommt weg. Der Hinweis kann weg, die Dark Lady ist hier, das wissen wir jetzt. Und ich bekomme erstmal einen Hinweis. Das ist der zweite Hinweis, den ich bekomme. Und mal schauen, wie der zu dem anderen Hinweis passt, den wir bereits besitzen. Wir bekommen jetzt auch wieder hier für dieses Pflanzensymbol diesen Hinweis. Von den hier gelisteten Eigenschaften gelten entweder keine oder zwei, auf keinen Fall aber eine oder alle drei. So, dann schauen wir mal, ob wir das zusammen kombinieren können. Nehmen wir mal an, es sei das Herz hier oben. Das ist auch hier unten, also müsste es eine weitere Eigenschaft hiervon geben. Es kann also nicht mehr die Verbindung zu Shakespeare oder die Schreibfeder sein. Das drehen wir mal einfach um. Das lässt sich hier mit diesen Markern ganz gut darstellen. Es muss jetzt aber entweder nochmal der Ring oder die Krone dazu gepackt sein. Eins von beiden jedenfalls. Und dann noch irgendein anderes. Das heißt, wir sind nicht wirklich sicher, was es sein kann. Zwei Hinweise reichen uns nicht aus, um sicher zu sein. Wir müssen also weitermachen. Aber erstmal, nachdem wir den Hinweis uns ein bisschen angeschaut haben, flieht die dunkle Dame. Und inzwischen haben wir zwei Hinweise. Das heißt, ich nehme jetzt zwei Karten, ohne zu sehen, was dazwischen liegt, und werde die nach unten schieben. Die ist also jetzt auf einer Taverne, entweder hier oder dort. Sie kann also zum Beispiel hin und wieder zurückgegangen sein oder weiter. Das erschließt sich uns jetzt nicht mehr, aber sie ist jetzt dran. Das heißt, sie zieht jetzt auf einen Marktplatz oder auf einen Gildenplatz, wie auch immer. Okay, wir suchen weiter. Uns fehlen noch drei Symbole für diesen Hinweis hier. Drei Ortskarten, die wir noch besuchen müssen. Wir gehen nach London Bridge. Die dunkle Dame ist dran, geht auf ein Haus. Sie war also wahrscheinlich hier oben, geht also entweder dorthin oder dorthin. Wir gehen nach Southwark. Und die Dame geht wieder auf eine Kneipe. Das kann nur Eastcheap sein. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass sie nach unten geht. Das heißt, ich gehe mal ihr entgegen nach London Bridge. Mal gucken, ob es uns gelingt. Nein, sie geht auf ein Haus. Sie läuft weg. Das kann nur dieser Weg sein. Ich laufe ihr mal nicht hinterher. Ich gehe wieder zurück nach Southwark. Sie geht nach Cornhill. Denn sie kann nicht in einem Schritt nach London Bridge kommen. Und dann geht es weiter. Nein, erst bin ich dran. Ich gehe zurück. Ich gehe nach Liberty of the Clink. Und jetzt bekommen wir das Geräusch, was ihr im Hintergrund hört, ist übrigens die elektrische Jalousie, die gerade runterfährt. Okay, jetzt bekommen wir diesen Hinweis hier, nachdem wir alle Orte mindestens einmal besucht haben. Und den drehen wir auch um. Und er gilt natürlich für dieses Symbol eine von diesen Eigenschaften. Gut, wir schauen nochmal, ob sich das jetzt kombinieren lässt. Seht ihr die alle drei? Gucken mal, ich stehe in Liberty of the Clink. Mal schauen. Wir fangen mal unten an. Es könnte zum Beispiel der Ring sein. Wir kombinieren einfach mal durch. Dann darf es aber nicht mehr das Herz sein und nicht mehr die Note. So, dann haben wir diese Karte hier. Eine Eigenschaft gilt. Das Herz darf es nicht sein, es könnte die Verbindung zu Shakespeare sein oder die Feder. Wir nehmen mal die Verbindung zu Shakespeare, dann darf es die Feder nicht mehr sein. Und dann haben wir diese Karte hier, da gelten keine oder zwei Eigenschaften für unsere gesuchte Dark Lady. Und mal schauen, wir haben den Ring dort, das heißt, es muss eine zweite geben, das Herz darf es nicht sein, das wäre dann die Krone. Das wäre jetzt eine Kombination von Eigenschaften, die
diesen drei Hinweisen entsprechen. Aber ich fürchte, das ist nicht die einzige Kombination. Wir haben jetzt also Ring, Kette und Krone. Wir probieren mal was anderes. Nehmen wir mal an, von diesen Hinweisen hier, unterste Karte, würde das Herz gelten. Mal gucken, wo wird er dann rauskommen. Dann könnten es nicht mehr Ring oder Note sein. Hier ist es das Herz. Es sind dann auch nicht mehr Kette oder Schreibfeder. Hier ist das Herz. Es muss dann noch eine zweite gelten, nämlich die Krone. Und dann hätten wir als einzig verbleibende Möglichkeit noch die Rassel, die Babyrassel, dass die Dame Kinder hat. Und damit wären wir auch auf einer gültigen Kombination für alle diese drei. Das heißt, wir haben schon zwei Kombinationen, können also nicht sicher sein. Wir müssen weitere Hinweise suchen. Ich lege die mal zur Seite, die brauchen wir wieder, wenn wir den nächsten Hinweis finden. So, und jetzt ist die Dark Lady wieder dran. Sie geht auf ein Haus. Das ist hier oder dort. Bin ich dran? Ich gehe mal nach Blackfriars. Dann geht sie auf eine Stätte mit Theater, mit Spielgelegenheit. Das kann eigentlich nur hier sein. Dann gehe ich nach St. Paul's. Dann geht sie wieder auf ein Haus. Das kann Cripplegate oder Bishopsgate sein. Und ich sage mal, ich bin gleich wieder, ihr seht es an der Runde, ich bin gleich wieder am Anfang. Wo war sie denn am Anfang? Ich erinnere mich kaum. Ich habe oben angefangen. Sie war, glaube ich, hier in der Gegend. Ich sage mal, ich passe. Und dann geht sie auf ein Kirchensymbol. Und jetzt kann sie hier sein oder sie kann hier sein. Vom Haus auf Kirche, hier kann sie nicht gegangen sein. Sie bewegt sich ja. Und jetzt bin ich mal so frech und suche einfach nochmal nach ihr. Und zwar in St. Paul's. Das heißt, ich muss mir jetzt das St. Paul's nehmen. Die Karten kommen wieder übereinander. Einmal umgedreht und ich bin nicht erfolgreich gewesen. Habe sozusagen im Nebel gestochert und zwar ohne Erfolg. Dennoch flieht die Dame und zwar um die Anzahl der Hinweiskarten, die ich habe. Ich habe inzwischen drei. Das heißt, eine, die Karte muss ich umdrehen. Zwei, drei Karten zählen, gehen nach dort. Dann ist sie auf einer Anlegestelle. Sie war hier. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, ja, sie könnte auch noch theoretisch dort sein. Wir schauen mal. 1, 2, 3, wahrscheinlich nicht. Und sie geht dann auf ein Symbol mit einer Kirche. Das kann nur das sein oder das oder das. Aber jetzt ist sie hier, sage ich. Bin mal so frech. Und suche wieder in St. Paul's. Und jetzt habe ich Glück. Das heißt, der ist weg, der ist weg. Sie ist auf jeden Fall hier. Wir bekommen erstmal einen Hinweis. So. Oh, eine Hinweiskarte mit zwei Eigenschaften, die auf jeden Fall gelten. Das gucken wir uns näher an. Vielleicht kommen wir sogar schon zu einer Lösung. Jetzt müssen wir ein bisschen knobeln. Ich fange mit dieser Karte einfach mal an. Nehmen wir mal an, es gelten Note und Ring. Wir fangen einfach auf die obersten beiden. Dann kann die Rassel nicht mehr gelten. Dann gucken wir uns diese Karte an. 0 oder 2. Wir haben bisher den Ring. Das heißt, es muss noch eine weitere dafür gelten. Von diesen Eigenschaften. Wir können Krone oder Kette nehmen. Wir nehmen mal Krone oder Herz. So, wir nehmen mal Krone, dann darf es das Herz aber nicht mehr sein. Dann gucken wir hier weiter. Eine Eigenschaft darf gelten. Der Ring ist da und die Note ist da. Das heißt, das passt nicht. Ring und Note können nicht gleichzeitig sein, wegen dieser Karte hier. Das heißt, Ring und Note dürfen wir hier nicht gleichzeitig wählen, von dieser Karte. Kommt also auf jeden Fall weg. Wir müssen wieder von vorne anfangen, nicht mit neuen Hinweisen, aber mit diesem Hinweis von vorne.
Ring und Note dürfen wir nicht. Wir können noch kombinieren Ring und Rassel oder Ring oder Note und Rassel. Wir fangen an mit Note und Rassel. Dann darf der Ring nicht dabei sein. Dann nehmen wir uns wieder diese Karte hier. Der Ring ist nicht dabei. Keine von diesen Hinweisen ist dabei. Dann können es aber auch keine zwei sein. Das heißt, der Ring ist es nicht. Das Herz darf es dann auch nicht sein. Und die Krone darf es nicht sein. Verbleiben noch die Kette und die Schreibfeder. Mal gucken, ob uns das einen Hinweis gibt hier. Hier muss es eine Eigenschaft sein. Wir hatten den Ring, der darf es nicht sein. Das Herz darf es nicht sein. Aber die Note ist es auch. Das heißt, es würde passen. Und hier muss es auch eine Eigenschaft sein. Herz scheidet aus, darf es nicht sein. Kette könnte es sein oder Schreibfeder könnte es sein. Wir können also nicht sicher sein, wir haben immer noch zwei Möglichkeiten, die allen diesen Bedingungen genügen. Ich könnte jetzt hier tatsächlich frei wählen und würde keine der anderen Karten irgendwie verletzen, dagegen Widersprüche erzeugen. Und ich habe nur von dieser Karte hier mit den zwei Eigenschaften, die gelten, die Kombination Note und Rassel ausprobiert und bin schon auf zwei mögliche Ergebnisse gekommen. Wenn ich jetzt die Kombination Ring und Rassel ausprobiere, dann ist es nicht mehr die Note. Wir sehen aber den Ring. Es muss dann noch eines von Krone oder Herz sein. Wir nehmen mal Krone. Dann darf es das Herz nicht mehr sein. Wir sehen den Ring hier. Dann dürfen es Herz und Note nicht sein. Das passt aber auch. Und wir sehen, eines von diesen muss gelten, Herz, Kette oder Schreibfeder. Ist beides hier nicht möglich, das heißt, ist keine mögliche Antwort. Wir müssten also zurück. Hier haben wir Ring und Rassel ausprobiert und hatten hier die Krone reinsortiert. Wir nehmen mal das Herz rein. Also für diejenigen, die von euch schon mal mit ein bisschen Programmierung zu tun hatten, das ist so ein bisschen Backtracking, was wir machen. Wir kombinieren uns durch die Möglichkeiten durch und fangen wieder da an, wo wir zuletzt eine Abzweigung gefunden haben, die in die falsche Richtung in diesem Falle ging. Und müssen da wieder hin zurück und fangen in die andere Richtung an. So, dann gehen wir hier ans Herz. Ein Hinweis muss gelten und hier verletzen wir diesen Hinweis. Das kann es also schon nicht sein. Wir haben nämlich eine Eigenschaft muss gelten, wir haben aber hier schon zwei aufgedeckt. Das funktioniert also auch nicht. Wir sind also mit der Kombination Note und Rassel gar nicht so schlecht gefahren. Dann ist es nicht der Ring. Wenn es hier keine Eigenschaft ist, denn zwei können es schon nicht mehr sein nach dieser Kombination, dann dürfen es auch nicht mehr Krone oder Herz sein. Nach dieser Eigenschaft kann es die Note sein. Herz und Ring sind schon ausgeschieden. Und hier gilt entweder Kette oder Schreibfeder. Das heißt, ich bin auf zwei mögliche Resultate mit diesen Karten gekommen, mit diesen Hinweisen bis jetzt, wenn ich keine weiteren Fehler gemacht habe. Wir sind also immer noch nicht sicher, welche Eigenschaften die Dark Lady, die wir suchen, genau hat. Aber das macht auch noch nichts, oder andersrum, wir müssen noch einen Hinweis suchen, bevor wir sie mit ihren Eigenschaften konfrontieren können. Das können wir sowieso noch nicht, denn sie flieht jetzt erstmal. Und zwar um die Anzahl der Hinweise, die ich jetzt habe. Und jetzt sind es schon vier. 1, 2, 3, 4. Ja. Und das heißt, 2, 3, 4 Karten gehen runter. Sie ist jetzt auf einem ländlichen Gebiet, das kann also hier sein oder hier sein, denn vier Schritte sind ganz schnell irgendwo quer über die Karte fast. Und jetzt heißt es, sie flieht, sie ist dran. Sie geht jetzt auf ein Haus, das kann hier sein oder hier. Ich werde jetzt nach Cornhill gehen. Cornhill, dort. Und sie geht wieder auf ein Haus. Und von Haus zu Haus gibt es nicht viele Möglichkeiten auf dieser Karte. Das kann nur hier sein. Ich glaube, hier geht es nicht. Nein, hier geht es auch nicht. Sie ist jetzt da unten. Und ich glaube, sie kam rum. Ne? Ich gehe mal entgegen. East Sheep.
Taverne. Ich gehe auf London Bridge. Und jawohl, sie müsste hier sein. Wir suchen also jetzt wieder nach ihr. Auch hier wieder, oberste Wegekarte ein bisschen verschieben. Die Nebelkarte drunter, damit die nächste Karte verdeckt bleibt. Ich suche mir den Ort. Wir sind in London Bridge. Und wir gucken durch Schlüsselloch und sehen sie wieder. Jawohl. Gestaltet sich doch recht erfolgreich. Und wir bekommen einen weiteren Hinweis. Und jetzt sehen wir 0 oder 2 Eigenschaften, die für die Dark Lady gelten. Und wir haben die Rassel bereits und wir würden jetzt die Kette nehmen müssen und nicht mehr die Schreibfeder nehmen können. Das heißt, aus meiner Sicht haben wir jetzt die drei Eigenschaften identifiziert. Sie ist musikalisch, sie hat Kinder und sie hat eine dokumentierte Verbindung zu Shakespeare. Aber erstmal flieht sie jetzt, denn wir können nicht gleichzeitig einen Hinweis aufdecken und sie mit ihren Eigenschaften konfrontieren. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Karten. 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Sie ist auf einer Taverne und sie ist dran auf einem Markt. Große Frage, ist sie jetzt hier oder ist sie dort? Ich habe den Weg nicht mehr in Erinnerung, wie sie gelaufen ist. Ich meine, sie wäre diesen Weg gelaufen. Ich gehe mal nach East Sheep. Sie geht auf ein Haus. Aha, seht ihr? Da ist es. Das kann sie hier nicht sein. Und jetzt kommt sie, glaube ich, wieder hierhin zurück. Ich warte, ich passe. Und zack, da ist sie. Jetzt kann sie nur hier sein, denn Haus nach Taverne kann zwar auch hier sein, aber hier konnte sie vorher nicht gewesen sein, denn sie ist ja vorher von Markt zu Haus gegangen und von Markt zu Haus kann sie hier nicht gelaufen sein, nicht in einem Schritt. Das heißt, wir haben sie und wir haben die Eigenschaften, so ich keine Fehler gemacht habe. Wir konfrontieren sie. Das heißt aber auch, wir müssen sie erst wieder suchen. Noch eine Nebelkarte einsetzen. Wir sind in East Sheep, das heißt, wir müssen jetzt die Ortskarte raussuchen, dann die Wegekarte von der aktuellen vermuteten Position. Tada, wir haben sie entdeckt. Wir konfrontieren sie jetzt mit ihren Eigenschaften. Das heißt, wir decken keinen Hinweis auf, sondern wir konfrontieren sie mit ihren Eigenschaften und sagen, junge Dame, ich habe dich entdeckt, du bist musikalisch, du hast Kinder und du hast eine dokumentierte Verbindung zu Shakespeare. Sie hat eine dokumentierte Verbindung zu Shakespeare. Sie hat Kinder und sie ist musikalisch. Es handelt sich um Anne Hathaway, was wohl auch tatsächlich die Ehefrau von William Shakespeare war. Die haben jetzt damit erfolgreich gefunden. Jawohl. Diesmal haben wir es geschafft, das Spiel, haben gewonnen und jetzt wird gescored. Und beim Scoring, da gibt es im Regelheft auch eine kurze Beschreibung dazu, zählen wir die verbleibenden Wege, Schritte, die die Dark Lady noch hätte laufen können bis zu unserem Verlust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus die 6, einmal noch eine Runde wäre noch verblieben, 26 Karten. 7 und 26 sind nach meiner Rechnung 33. Und von den Nebelkarten, jede, die noch verbleibt, zählt 2 Punkte. 1, 2, 3, 4 mal 2 sind 8. Die 33 Punkte von hier dazu sind aus meiner Sicht 41 Punkte. 41 Punkte sind uns verblieben. Das macht uns zu einer Fair Youth, zu einem, tja, übersetzt vielleicht angenehmen oder schönen Jugendlichen oder jungen Dame. Immerhin, 41 Punkte, nicht so schlecht. Sind also doch relativ zeitig rangekommen, haben nur einmal uns bei der Suche vertan, haben dafür den Hinweis hier unter den Ortskarten aufdecken können. Ja, das war eine Runde, ich hol's nochmal vor, Black Sonata. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken. Ihr könnt, wer Interesse hat, kann sich dieses Heft natürlich, wenn es hat, das Spiel sehr gut durchlesen. Es gibt zu jeder Ortschaft, zu jeder Dame, die in dem Kartendeck ist, auch Anmerkungen, Hinweise und es gibt ein paar Sonette, die hier zitiert werden, die sich auf die Dark Lady beziehen. Und aus diesen Sonetten, die hier abgebildet sind, sind auch einige der Zitate auf diesen Nebelkarten hier. Bear thine eyes straight, though thy proud heart go wide. Mein Shakespeare ist nicht wirklich gut, erst recht nicht der englische.
Von daher verzeiht mir, wenn ich es irgendwo falsch ausgesprochen oder toniert habe. Gut, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video und dann befassen wir uns mit einer der Erweiterungen. Ich denke mal, zuerst werden wir uns den Rival Poet näher anschauen, bevor wir dann auf Fair Youth und Rendezvous gehen, weil dann wird es noch ein bisschen kniffliger. Dann hat man nämlich nicht mehr die dunkle Dame zu suchen, die Dark Lady, sondern auch noch eine weitere Person und sogar noch eine Ortschaft zu identifizieren. Das kann man angeblich alles kombinieren. Wir werden es sehen. Das wird aber noch ein paar Tage dauern. Jetzt stehen erstmal die Silvestertage vor der Tür. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Spartacus.